Weiter geht's mit Midnight Mystery Salem Witch Trials. Im letzten Part haben wir den Schlüssel fürs Zollhaus bekommen und gehen da jetzt hin. Huch. Was ist denn hier? Poltergeist? Alter! Ein Poltergeist, der einen Wutanfall hat. Ich könnte glatt mitmachen. Ja. Poltergeister sind meistens Kinder. Es muss doch etwas geben, um dieses Kind zu beruhigen. Etwas lässt mich nicht hinein. Natürlich lädt das geradezu ein, nach einem anderen Weg zu suchen. Einen anderen Weg zu finden, wie auch immer. Ich brauche noch eine Glasscherbe. Glaube ich. Wir haben jetzt dem Kind die Puppe gegeben und dadurch ist irgendwas passiert. Ein Poltergeist begrüßte mich im Zollhaus. Das kleine Mädchen ähnelt Sarahs Tochter Dorothy. Dorothy ist trotz aller Traurigkeit sehr verspielt. Sie versucht zwar furchteinflößend zu erscheinen, doch im Endeffekt hilft sie mir sogar eher. Im Gegenzug für die Puppe, die ich im Gerichtssaal fand, überraschte sie mich mit einem Stuhlstapel, über den ich den Dachboden erreichen kann. Ah, guck mal, 50% schon abgeschlossen. Anscheinend haben hier einige Familien ihre Besitztümer aufbewahrt. Oder sie konnten ihre Steuern nicht bezahlen oder waren anderweitig in Schwierigkeiten. Oh. Hier gibt's garantiert auch ein Kleeblatt. Ich hoffe, ich finde das noch. Erstmal brauchen wir ein Notizbuch. Außerdem ein Haken, ein Band und Stricknadeln. Und wir haben jetzt Gabeln und Löffel. Mehr kann ich hier nicht anklicken. Schade. Okay, wir brauchen noch ein aufgerolltes Seil. Ein Tintenfass. Ein Butterfass. Drei Weidenkorbflaschen. Eine Säge. Platzdeckchen. Haken, Band und Stricknadeln. Es fehlen nur noch 6. Okay. So sieht der Haken aus. Das Band sieht so aus. So sehen die Stricknadeln aus. Naja, so wirklich nützlich ist das alles auch nicht. Ich kann doch jetzt nicht 3 Tipps benutzen. Oh, das war schwer. Jetzt muss ich wenigstens noch die Stricknadeln oder den Haken finden. Dann nehme ich einen Tipp. Bis dahin müsst ihr leider noch mit mir auf dieses Bild hier starren. Vielleicht findet ja einer von euch schon eher was und kann sich dann mal fester auf die Schulter klopfen. Nicht zu fest. Ach nee, warum finde ich das nicht? Hmm.
Der Haken sieht aus, als wäre an einem Gürtel dran oder so. Also sieht aus wie eine Gürtelschnalle, wo halt so ein Ding dran ist. Tja, ich weiß auch nicht. Da oben ist der Haken. Ha! Und jetzt können wir uns einen Tipp für die Stricknadeln geben lassen. Ach, schön. Und jetzt brauchen wir noch einen Türgriff. Was denn, eine Klinke? Oder ein Knauf? Wie sieht der aus? So. Okay, dann ist es eine Klinke. Das ist aber eine Kanne, das ist keine Klinke. Das gehört wohl zum Bett. Mein Gulasch in der Küche riecht so lecker. Bin so schlecht? Stimmt, weil ich Hunger habe. Mit leerem Magen kann ich nicht gut arbeiten. Das gibt es nicht. Ich finde das nicht. Normalerweise sind diese Gegenstände, die man dann einzeln suchen muss, immer relativ einfach. Aber jetzt irgendwie nicht. Der? Ha! Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum der Zeiger so merkwürdig aussieht. So. Autsch, das ist zu heiß, um es zu öffnen. Mhm. Hier sind Handschuhe drin. In dieser Schublade gibt es nichts, was ich verwenden könnte. Da auch nicht. Ein guter Ausblick auf das Meer und noch ein noch besserer Blick auf den Sturm, der zusehends an Stärke gewinnt. Okay. Da ist ein Schlüssel, aber zu was? Hm. Verschlossen. Das sieht zwar vielversprechend aus, doch dort, das doch führt mich sicherlich nicht in den hinteren Raum. Das Problem ist, ich würde ja sagen, der Schlüssel gehört an die Tür hinten, aber das Inventar geht ja nicht weg. Was Süßes?
Okay, vielleicht muss ich warten, bis das Inventar von alleine verschwindet. Keine Ahnung. Oh, hier geht's wieder runter. Was ist das denn? Der Poltergeist spielt erneut mit mir. Das Mädchen versperrt mir den Weg durch das Warenlager und ich habe keine Puppen mehr, die ich ihm geben kann. Ich habe keine Zeit für dieses Spielchen. Ich muss das unmissverständlich klar machen. Vielleicht gelingt es mir, sie in die Enge zu treiben und mir das Versteck des Buches zu verraten. Das Mondlicht, das durch das zerbrochene Fenster hereinfällt, scheint der Geistererscheinung nicht zu behagen. Daraus ließe sich doch bestimmt ein Vorteil ziehen. Mit einigen Spiegeln könnte ich die Lichtstrahlen an die richtigen Stellen lenken. Am besten versuche ich es gleich. Der Poltergeist ist in einer anderen Farbe auf als der Lichtstrahl. Das kann so nicht stimmen. Das Fenster weist eine Öffnung auf. Jetzt? Sprichst du mit mir, dummes Kind? Danke. Plymouth, New Hampshire. Salem, New York. York, Maine. Ich war sehr einsam. Dorothy, weißt du, wo sich das Buch befindet, das ich für Mary finden soll? Es ist verborgen, du musst suchen. Ach, dummes Kind. Ich habe einige böse aussehende Geister in der Stadt gesehen. Wer sind sie? Der Beschützer ist ein Freund meiner Mutter. Bist du mit meiner Mutter befreundet? Ich verspreche aus tiefstem Herzen, dich mit deiner Mutter zu vereinen. Bin ich jetzt aus Versehen zu weit nach unten gegangen? Jetzt? Dieses Puppenhaus ist wichtig. Ich muss doch irgendwie hineinsehen können. Ach, hineinsehen. Ich will eben gucken, ob es hier was Neues gibt. Nein. Hole das rote Buch heraus. Wo muss das hin? Dahin? Nee, hier unten hin. Ach so. Ach so, das ist es nur. Das sollte nicht allzu schwer sein. Volltreffer. Ich habe das Buch. Muss ich es wieder zur Baustelle bringen? The House of the Seven Gables. Nathaniel Hawthorne.
Komme ich hier nicht mehr runter? Mary? Wow, und jetzt? Da steht ein Haus. Ey, erschreckt mich nicht so! Das ist ein Wimmelbildspiel! Die Parallelen zwischen Geschichte und dem wahren Leben kommen mehr und mehr zum Vorschein. Ich sollte mich im Inneren umsehen. Phoebe Pinken oder so. Okay. Liebe Leute, weiter geht's. Du hast das Haus mit den 7 Giebeln errichtet. Ist es jetzt eine Trophäe oder sowas? Egal. Wir sehen uns das Haus beim nächsten Mal an. Bis dahin.